Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 22 von Oxygen Not Included. Ja, wie ihr seht, es gab ein Major Update, da haben sich ein paar Sachen geändert. Hier sieht man es, der Kühlschrank, der ist jetzt ein bisschen, der braucht auf jeden Fall Temperatur und der braucht ein steriles Gas, damit die Sachen drin frisch bleiben. Hier der Deodorizer, also der Sandfilter, der Keime ja aus der Luft rausholt, der braucht jetzt auch Strom. Die Dampfmaschine, da gibt es Bugfixes und hier unten hat es noch ein weiteres Oxygen Mars Station, die ich überhaupt noch nicht kenne, weil ich die überhaupt noch nicht gebraucht habe. Da ist auch was passiert. Okay, dann würde ich aber sagen, schauen wir weiter nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Letztes Jahr haben wir uns ja um Strom gekümmert, ne? Wie war das mit F und R? Ja, genau. Da ging es hier, hat man hier die Transformatoren gemacht, damit wir da die Spannung auf der Leitung nicht so dick haben. Was macht er jetzt? Was bauen die jetzt hier als erstes? Okay, jetzt mal die Wände. Sieht gut aus eigentlich, ne? Ja, die bauen jetzt tatsächlich hier mal alles fertig. Ja, das gefällt mir, wenn es jetzt hier mal richtig vorangeht. Okay, das dauert länger. Essen, 5800. Hier geht es nicht voran. Hier fehlt was zum Einpflanzen. Das sind bewässerte Dingens. Sag schon, bewässerte Felder. Komm, dann machen wir den mal rein. Und Einstellung übertragen, machen wir da auch. Okay, hier unten wächst was, da wächst was. Und der Moordrak war das, glaube ich, der mir geschrieben hatte, dass, oh, ich weiß nicht mehr die Menge. Hat geschrieben so irgendwie, glaube ich, 5 bis 7 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Von diesem Mehlholz braucht jeder Einwohner sozusagen, um dass er leben kann. So, hier oben kann noch was hin, glaube ich, ne? Nee, Nahrung war es. So, die Lampe leuchtet auf 7 Felder. Das heißt, wir können, okay, Shift-Taste vielleicht gedrückt halten, ne? Nee, war jetzt falsch. Der Konstrukt war auch nicht richtig. Und jetzt. Das sind 2, 4, 6, 7. Dann passt das. Aber Licht brauchen wir sowieso nicht. Also können wir das auch erstmal knicken. Hier muss noch weiter gebaut werden. Dafür graben wir hier auch noch ein bisschen von dem Algen weg. Und ja, machen wir ruhig hier ein bisschen die Schicht rein. Ja, die sind lecker am Essen. Das ist schon mal gut. Wie sieht es mit dem Strom aus? Was ist hier unten? Okay, er ist nicht an, weil die Batterien voll sind. Das ist auch gut. Hier wird Sauerstoff produziert. Das war gut. Die Apotheke hat noch keinen Strom, aber da wurde Granit aufgenommen. Passt erstmal. Hier oben gibt es keine Rezepte, beziehungsweise keine Zutaten für Rezepte, oder? Ja, das müssen wir dann mal gucken. Wir haben keine Kalorien. Dieser Balken, der ist neu. Den habe ich noch nicht gesehen. Den haben sie wohl jetzt beim Update reingemacht. Hier, der Zyklus. Ja doch, das war schon vielleicht da. Aber die rote Marke hier, weiß ich auch nicht. Ja, wir werden sehen. Hier wird auf jeden Fall Kohle produziert, das ist gut. Hier fehlt natürlich das Wasser, das ist auch klar. Aber hier sind ja die Wasserleitungen auch schon im Auftrag, ne? Ich glaube mal, wir müssten mal hier die Prio ein bisschen höher setzen. Damit wir diese Leitung fertig kriegen als erstes. Damit wir da Strom hinkriegen, ne? Achso, ich hätte jetzt auch mal können bauen, ne? Hoffentlich war das jetzt so richtig, ne? Und der Rest ist ja schon da, ne? Ja. Hier unten wird irgendwann angeschmissen, denke ich mal. Dann läuft es auch da. So, die sind jetzt hier am Arbeiten schon. Die Apotheke braucht irgendwann auch Strom. Ja, können wir mal das Stromkabel auswählen. Aber auf 3 machen wir mal hier da dran. Ne? Das ist jetzt keine hohe Prio. Weil hier brauchen wir unbedingt Strom hin. Das kriegen wir am besten von da unten, nicht nur für diesen Laufrad, weil wenn da einer weniger läuft, haben wir mehr Leute, die arbeiten können. Wir haben keine Forschung mehr, okay. Das haben wir.
Da brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich was von. Gucken, ob wir was Wichtigeres brauchen. Rutschstange ist jetzt fertig. Da sollten wir dann mal drüber nachdenken, da was zu bauen. Ich habe bestimmt letztens was auf dem Schirm gehabt, oder? Destille. Flüssigkeitsfilter, den müssen wir auf Dauer haben. Das würde bedeuten, die Filtration ist als nächstes eigentlich dran, ne? Hier ist Sauerstoffmaskendock, das müssen wir dann auch noch gucken. Das ist neu repariert. Deko ist klar. Hier ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das müssen wir haben. Hier ist ja weiter nichts. Das heißt, wir machen erstmal die Filtration hier als nächstes. Dann ist da wieder was zu tun. Wie sieht es hier aus? 76, er ist 84, das geht. Forschung ist abgeschlossen. Was hatten wir denn? Das war ja der Stromkabel, Starkstromverbindung. Ja, alles klar. Hier wird weiter schön gegraben. Ja, ich hoffe, Ellie fällt da nicht gleich runter, weil sie sich selber da irgendwie durchgräbt. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Der Acker kommt mal auf 7, genauso wie der da auch. Ja, ich hätte natürlich die Geschichte auch anders machen können. Geht das noch? Nee, nicht mehr. Gut, jetzt gucken wir hier mal gerade rein. Blaupause und ein Drecklet. Ja. Also, Personen ist gerade schlecht. Kochen, Tierzucht, Athletik. Ja, Landwirtschaft wäre natürlich top. Grabenwaschen. Maschinen und Stärke. Und Forschung und Dekoration gesenkt. Und, naja, ich bin. Wir können aber den Drecklet hier nehmen, glaube ich, ne? Oder? Warte mal, das. Forschung ist abgeschlossen. Achso, den kann ich jetzt hier nur Namen ändern. Warte da erstmal. Ich will jetzt mal gerade den Drecklet gucken, ob der was Besonderes braucht. Das wird ja ein Dreko, ne? Drecklet 1, nee, ein Dreko ist es. Komfortbereich 35 bis 90 Grad, Überlebensbereich 15 bis 110 Grad, das wäre nicht das Problem. Ernährung, Mehl, Holz oder Balsamlilie, da müssen wir also aufpassen, dass der uns hier nichts wegfrisst. Aber Ernährung ist schon das nächste Problem. Phosphorit. Mehl, Holz, Dornenblüte, Phosphorit, nee, ich glaube, wir werden den auch nicht nehmen. Ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Essen ist zu knapp, um dass wir das was machen. Sollen wir was machen oder sollen wir nichts machen? Der geht uns am Ende elendig ein. Dann lassen wir das so. Alle abweisen. So, gut. So, hier wird schon wieder gebaut, das ist schon mal sehr gut. Da pflanzen wir gleich sofort Mehlholz an. Und wenn das fertig ist, können wir die Einstellung gleich übertragen. Fertig werden bitte, damit wir das machen können. Gut. So, jetzt lass uns mal gerade hier nochmal die Prio gucken. Bauen. Alle Graben, reinigen, Pflichten. Pflichten, ist das okay? Dann sollten wir die Pflichten, wie es hier auch schon gemacht ist, auf 7 stellen. Da auch. Da ist schon auf 7. Hier kommt auch noch auf 7. Wegen dem Essen, dass das besser wird, oder? Pflichten. Ja. Sieht doch erstmal gut aus, oder? Ja. Dies machen wir erstmal eine 5 raus, genauso wie aus der Tür. Pflichten 7 ist klar. Das ist auch 7, das ist auch okay, das ist sogar 9 hier oben. Diese Pflicht machen wir noch ein bisschen höher. Essen ist schon wichtiger. Essen ist eigentlich genauso wichtig wie kochen, wie pflücken erst.
Ja, ich denke mal, so ist schon okay. Die Tür kann wieder auf 5. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut so, oder? Ja. Okay, hier liegt auch noch ein Pilz. Und Eier liegen da auch noch. Hm. Haben wir denn so einen Eierknacker eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Doch, haben wir auch. Dann sollten wir den da mal hinstellen, um die Eier zu machen zum Kochen, oder? Aber vielleicht machen wir den besser dahin. Oder noch besser dahin. Da müssen wir noch einen Boden reinziehen dann. So, ist gut. Graben. Machen wir hier noch einen weg, dann kann Eddie das schön alles fertig machen. Hier geht es auch noch nicht voran, ne? Soweit geht alles erstmal. Hier ist tatsächlich schon was gebaut worden, das ist auch gut. Ellie macht hier gleich kräftig weiter, dann können wir da auch gleich schon... Achso, ne, können wir nicht, da muss ja erst der Boden sein, dass wir die Äcker machen können. Aber hier haben wir ja auch noch was, ne? Machen wir da anders, machen wir da das, weil das müsste ja erstmal hin, ne? So, hier wurde jetzt schon eine Leiter gebaut, sehr schön. Ja, das mit dem Wasser, das ist auch nicht mehr lange, ne? Wie sieht es denn hier unten mit unserer Wasserpumpe aus? Okay. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken. Was lagern wir denn hier drin? Ach so, das Oxidit war da drin, ne? Ist auch noch 63 Kilo dran. Wow. Auch nicht schlecht. So, Kabel werden hier gebaut. Das ist sehr gut. Dann können wir wahrscheinlich dieses Rad gleich abbauen, weil dann irgendwann der Strom hier passend ist. Lass uns mal gerade die Stromgeschichte angucken. Ah, okay. Ich würde jetzt mal sagen, die Batterie wäre wegzumachen, weil wir da unten ja die Intelligente haben. Auf Dauer. Jetzt würde ich die wegmachen. Dann das Rad abbauen auf jeden Fall. Ja, es muss aber hier erst fertig werden. Aber das kriegen wir auch noch hin, oder? Kompost wird gemacht, das ist gut. Wie sieht es mit dem Essen aus? 97, 82, hier geht es auch voran. 80, hier oben wird auch sehr schön gepflanzt. Ja. Und wie sieht es hier oben aus? Ja, da muss noch gemacht werden, ne? Wenn Ellie schon dabei ist, dann kann sie das auch mal gerade ausgraben, oder? So. Der Strom liegt schon ziemlich weit, ne? Was wird denn mit diesem Dingens betrieben, wenn ich das gleich habe? Ja, da habe ich nur die 60 Watt dann dran, ne? Was anderes ist hier stromtechnisch nicht. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir das trotzdem so machen. Da kommt ja noch ein anderer Ofen vielleicht auch mal hin. Ja. Schwieriges Unterfangen, ne? Gucken wir mal. Die Eierschalen müssten auch weggeräumt werden. Ah, dann kommen noch die Apotheke dazu mit dem Strom. Dann haben wir 240. Ja. Wir müssen gucken. Der sieht so ein bisschen krank aus, kann das sein? Kann Nahrung nicht erreichen, okay. Forschung sind schon wieder fertig. Okay. Isolierte Rohr. Ich würde jetzt erstmal hier den Filter dann machen wollen. Hier ist Essen fertig, das ist schon mal gut. Die sind hier wunderbar alle am Quatschen. Dieses Bett wird nicht fertig.
Wie ist mit Essen? 0 Kalorien, das ist schlecht. Er kümmert sich ums Essen. Kampf. Ah, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass keiner das Fleisch isst. Ernährung. Und das Fleisch weg. Und jetzt gibt es ein neues Rezept. Barbecue. Fertig. Ich hoffe, das isst gerade keiner, ne? Da ist noch so einer, ne? Und da oben auch noch. Es hat lange gedauert, bis das gemacht worden ist, ne, oder? Nancy hat keinen Sauerstoff oder ist, ne, ist hungrig. Naja, das wird gleich alles besser werden. Ellie ist noch nicht am Schlafen. Und Stinky macht was? Stinky lässt immer das Rad wieder laufen. Wie sieht es mit dem Strom aus? Noch nicht so dolle. Er ist schon auf 6. Warte mal, den machen wir auf 5. Den machen wir auch auf 5. Der letzte hier, der kommt auf 6, das passt. Die Stromkabel ist schon passend, naja. Fehlt denn da an Rohstoffen was zum Bauen? Ja, wird wohl. Wie sieht es denn hier aus? Ist auf 10, okay. Ja, hier ist schon ein bisschen gegraben worden, ne? Aber so ganz weiter geht es da noch nicht. Hier hat sich einer versteckt. Okay, da wurde Erde geliefert, das ist auch sehr gut. Es geht voran, würde ich sagen. Aber ich denke mal, wir machen jetzt hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.